herzlich willkommen zu meinem neuesten YouTube-Video. Heute etwas traurig, denn mein lieber Sparky wird uns heute verlassen. Ne? Ja, ich habe ihn jetzt halt schon schön gemacht einmal, gell, dass er schön umziehen kann. Wo es hingeht, seht ihr gleich. Wir nehmen euch jetzt halt einmal mit. Der Pferdetransporter ist auch schon gepackt. Uns steht eine circa eineinhalbstündige Fahrt bevor und ja, drückt uns auf jeden Fall die Daumen, dass alles gut geht und auch für Sparkys Zukunft. So, während die Julia noch das Futter holt, gängern wir jetzt einfach noch ein bisschen Schritt vor der eineinhalbstündigen Autofahrt. Aber Sparky wird gleich zufrieden. Mit dabei natürlich die zwei Hundsies und jetzt würde ich sagen, verladen wir mal den guten Sparky. Jetzt geht's los. Sparky, komm. Sparky war jetzt schon lange nicht mehr auf Reisen. Der wird sich jetzt auch wundern, wo es hier hingeht. Super. Gutes Heunetz. Jetzt machen wir zu. Und dann fahren wir circa eineinhalb Stunden und dann sind wir auch schon angekommen. Ich bin ein bisschen traurig, dass er uns jetzt hier verlässt. Ich werde ihn sehr vermissen, auf jeden Fall, den guten Kerl. Wir sind jetzt auf dem Weg. Bis jetzt läuft alles gut. Sparky ist ein bisschen unruhig und ein bisschen aufgeregt, muss ich ehrlich sagen. Der war natürlich auch jetzt schon länger nicht mehr unterwegs, nirgends mehr. Und er wird sich jetzt auch denken, oh Gott, wohin geht's? Ja, wir haben bis jetzt keinen Verkehr, also alles gut und ich hoffe, wir kommen bald gut an. Und können wir bitte mal festhalten, wie unglaublich süß diese zwei Mäuse da sind? Ich lieb's ja. Man sieht's ja nicht wirklich, gell? Aber dieses kleine süße Mäuschen, das ist natürlich angeschnallt mit so einem super Geschirr. Hier, kannst du es mal zeigen? Okay, es will nicht zeigen. Aber hier ein Geschirr. Und hier ist es am Gurt festgemacht. Guck mal bitte in die Kamera, du Süßmaus. Also wir haben noch 10 Minuten zu fahren, aber wir sind hier irgendwie in den größten Hintergassen gefühlt. Ich weiß nicht, ob wir hier richtig sind. Ich hoffe, die Tammy hat gut navigiert. Das werden wir jetzt dann gleich sehen. Ein bisschen schmal hier. Ich hoffe, es kommt uns keiner entgegen. Eieiei. Eieiei. Finally arrived. Wir sind hier. Sparky darf hier eine ganz besondere Art der Reha und Therapie machen, aber mehr dazu gleich. Sie befindet sich auf der linken Seite. Wir sind gut angekommen. Die Fahrt war sehr unproblematisch. Wir sind hier im TMBZ Seehof. Sparky! Da ist er, der gute Sparky. Yeah. Wir haben Sparky natürlich nicht verkauft und geben ihn auch nicht her. Er darf hier ein bisschen Urlaub machen und darf Pferdeschwimmen machen. Aber das zeigen wir euch gleich und es wird, glaube ich, richtig spannend und ich hoffe, es hilft ihm. Schauen wir mal, wo seine Box ist. Bleibst du jetzt mal 4 Wochen und versprochen, ich hole dich auch wieder ab. Gell? Und dann hoffentlich gesund, Sparky. Die Tammy ist als Filmerin dabei und voll ausgestattet. Mit lauter Hunden. Sparky ist schon ganz entspannt hier. Sparky darf heute jetzt noch nicht schwimmen, der darf erstmal jetzt in Ruhe ankommen. Wir dürfen uns das jetzt aber erstmal bei anderen Pferden anschauen und ich bin so gespannt. Ich habe noch nie Pferdeschwimmen oder sowas in der Art gesehen, aber es wird bestimmt richtig cool. Also ich bin jetzt echt gespannt, wie das so wird. Bussi ist jetzt der Erste, der schwimmen darf. Und nur noch ein kleines Stütchen, oder? Genau. Oh, sehr, sehr schön. Jetzt sind wir mal gespannt, wie die beiden gleich schwimmen werden. Hier ist das Klinikgebäude, da sind die Klinikstelle drin, da ist der OP drin und unsere Untersuchung und das Bürogebäude. Das ist echt praktisch, weil dann könnt ihr die Pferde hier gleich untersuchen oder dann gleich? Alles unter einem Dach, alles hier. Ein Traum. Es riecht ja schon richtig nach Hallenbad hier. Ich fühle mich, als ob ich im Schwimmbad wäre, aber sind wir ja hier auch, oder? Richtig, es ist ein richtiges Schwimmbad. Wir haben hier auch Chlor drin im Wasser, damit die Keimbelastung nicht zu hoch wird, dass die Wasserqualität immer gut bleibt. Wird aber auch sehr eng überprüft, dass da nicht zu hohe Werte drin sind. Genau. Der Bussi schwimmt jetzt als nächstes, der wird als erstes geputzt und einmal abgeduscht, dass alles möglichst sauber ist. Und dann wird er über die Rampe an einem Seil nach innen geführt, in das Becken. Da schwimmt er dann ein paar Runden und dann kommt er wieder raus und darf kurz verschnaufen. Und warum steht jetzt halt hier in der Mitte jemand? Die Rebecca hält die Longe, um das Pferd dann so viele Runden zu schwimmen, wie es soll und dann auch wieder rausgelassen wird. Ach, die schwimmen hier
hier jetzt gleich im Kreis. Im Kreis. Genau. Das ist ja spannend. Das ist ja cool, ich hätte auch Lust zu schwimmen. Das sieht ja mal so cool aus, wie die Pferde hier schwimmen. Man hört auch, dass es echt anstrengend ist. Und das Coole ist, es ist natürlich null Belastung für die Beine da. Und natürlich ein absolut ideales Workout für die Pferde. Habe ich vorher noch nie gesehen. Also echt mega spannend. Oh, jetzt darf er wieder raus. Ja, man sieht ja, er schnauft ganz schön, das ist schon anstrengend für die Pferde, oder? Das ist schon ein sehr anstrengendes Training. Der ist jetzt auch schon ein paar Wochen hier zum Schwimmen und trotzdem schnauft er noch so. Das ist ein sehr gutes Konditions- und Muskelaufbautraining. Nicht schlecht, jetzt geht es gleich nochmal rein, jetzt oder? Jetzt kurz verschnaufen und dann geht es auf die andere Seite rein. Wie beim Longieren auch, dass man die Seiten gleich findet. Ideal. Wie ein junger Delfin. Also generell ist es so, dass jedes Pferd schwimmen kann. Das ist instinktiv angelegt. Man braucht keine Angst haben, dass das Pferd untergeht oder sonst irgendwas. Die fangen alle an mit Schwimmbewegungen. Manche koordinierter, manche ein bisschen unkoordiniert, aber die lernen das dann alle, dass das gleich ist. Er macht es jetzt sehr schön, gleichmäßig, er schnauft gleichmäßig und vor allem bewegt er sehr viel seine Hinterhand, wobei seine Hintern fast aus dem Wasser rauskommt und dadurch ist es sehr gut auch für die Rückenmuskulatur zu tun. Es war aber fleißig, es hat ein ganz schönes Workout hinter sich. Wie geht's denn jetzt weiter? Ja, für 14 Stunden wird jetzt mal abgeduscht und dann abgezogen und kommt dann noch unter Solarium zum Trocknen und zum Entspannen. Nicht schlecht, also ein ganz schönes Wellnessprogramm haben die Pferde hier. Ja, auch noch. Spannend einfach anzuschauen. Ich bin so gespannt, wie Sparky das machen wird. Warum macht er das überhaupt oder wozu ist denn das überhaupt gut? Also wir benutzen das Schwimmen zum Muskelaufbau, zum Training von gesunden Pferden, von jungen Pferden, die erstmal in den Sattel kommen zum Beispiel oder von Sportpferden, die einfach mal was anderes als Trainingsabwechslung haben möchten oder rennmüde sind und einfach nicht so vorwärts kommen. Und der zweite große Punkt ist natürlich die Reha von kranken Pferden, von orthopädisch kranken Pferden. Wie Sparky jetzt auch? Genau, die hier durch Operationen oder Verletzungen lange stehen mussten und dann wieder in die Bewegung kommen sollen. Und wir haben auch viele Pferde hier, die durch chronische Sehnenschäden zum Beispiel, wie Sparky, einfach gar nicht mehr ins Laufen kommen und durch das Schwimmen nochmal komplett aus einer neuen Bewegung heraus laufen werden. Für jedes Pferd geeignet? Eine wirklich super Sache. Habe ich noch nie probiert mit meinen Pferden, also ich bin echt richtig gespannt. Und schon geht's zur zweiten Runde. Schauen wir mal, ob die Hundis auch noch das Seepferdchen machen. Gell? Wollt ihr auch noch eine Runde schwimmen, ihr zwei? Ja, Wellness pur hier. Das ist aber schön, oder? Hundis, lasse ich euch auch da zum Wellnessprogramm. Ui. Also das ist ja wirklich hier mega Luxus für die Pferde. Wellnessprogramm. Wie ein Wellnesshotel hier. Also Sparky macht definitiv hier Wellnessurlaub, wie ich sehe. Schwimmen, Solaren, darf ich hier auch bleiben? Ich stelle mich dazu. So, für Sparky dabei. Natürlich unser gutes Hardtop-Futter. Sparky kriegt das gleich Chest. Dann kriegt er natürlich noch Decken. Einmal eine Abschwitzdecke für nach dem Schwimmen, dass er nicht friert. Und dann natürlich auch noch eine Stalldecke, da er jetzt hier auch noch geschoren ist. Und noch Mineralfutter. Und dann ist das Sparky, glaube ich, jetzt bestens versorgt erstmal und kann hier seinen Wellnessurlaub genießen und hoffentlich gesund werden. Da ruft er schon. Oh, Sparky, deine Sachen bringe ich dir mit. Und dann muss ich dich jetzt erstmal hier lassen. Aber ich habe mir das gerade angeschaut. Mir wird es hier sehr gut gefallen. Da bin ich mir sicher, das Schwimmen ist ganz, ganz toll.
Also wirklich ein Wellnessurlaub, ja? Ist es okay, wenn du hier bleibst? Ja! Willst du wieder mit nach Hause? Ich glaube, er will erstmal hier bleiben. Ja, warum ist Sparky jetzt eigentlich hier? Sparky ist jetzt seit 3 Jahren verletzt und chronisch lahm. Das ist echt blöd und wir haben wirklich eigentlich schon alles ausprobiert und ja, leider ist es noch nicht besser geworden. Jetzt hoffen wir, dass wir ihm durch das Schwimmen helfen könnt und ihr seid jetzt halt unsere letzte große Hoffnung. Ja, ich bin jetzt echt traurig, dass ich hier den Sparky zurücklassen muss, aber ich bin mir sicher, ihm geht's echt gut hier. Fiji und Looney haben schon einen neuen Freund gefunden. Gell, den findet ihr toll. Einen Mann im Bunde und ja, ich hoffe einfach, dass das jetzt halt nochmal eine super Lösung für Sparky ist. Wir geben ihn nicht auf, wir tun wirklich alles, was möglich ist und deshalb ermögliche ich ihm jetzt auch noch das Pferdeschwimmen hier und diese tolle Reha. Ich bin auf jeden Fall gespannt und halte euch auf dem Laufenden. Also macht es gut, ihr Lieben, und drückt uns ganz fest die Daumen. Tschüss!